Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, Leute. Heute very special guest, Leute. Kindheitstraum geht für mich in Erfüllung. Wirklich, Leute. Seitdem er ein Skater war, habe ich ihn verfolgt, Leute. Und jetzt ist er hier. Wie geht's dir? Freut mich. Das ist, wie heißt das, Vitamin X heißt das? Vitamin X, ja, Mann. Das sind so deutsche Zuschauer und so. Nein, das sind Kanaken. Echt? Jetzt? Tschetschenische Söldner. Geil, Alter, am Start. Das ist doch richtig so ein Inder, aus dem Rad sitzt. Mit den Füßen kletterst du, das sieht man richtig. Ja, soll ich mich irgendwie vorstellen? Irgendwas? Ja, stell dich vor. Ja, ich bin der Halim. Ich bin YouTuber. Du darfst auch seinen echten Namen sagen. Der hat mir vorhin gesagt, was soll ich tun? Ich darf niemals seinen echten Namen sagen. Ich hab gesagt, sag vor Kamera am besten nicht, aber wenn er macht, dann macht er. Ja, ich heiße Halim, einfach ABK, ich bin ein YouTuber. Halim, also Salim auf Reim, perfekt. Genau, boah, krass, ne? Aber du bist ja halber Inder, hast du gesagt. Halber Inder, angeblich. Halb Inder, halb Marokkaner. Ja, laut Wikipedia. Oder halb Dattel, halb Internetcafé. Ich verstehe das nicht. Snass, ich verkaufe ich das. Boah, und deswegen sitzt du so, man merkt, du hast barfuß, Fußball steht auf der Straße. Digga, ich schwör's dir, das Witzigste war, als ich gerade irgendwie reinkommen bin mit Schuhen, du so. Ja. Weißt du, dass wir Juden der sind? Ist das drin lassen, Bruder? Ist eh dein Kanal, egal. Bruder, dann kommt hier rein mit seinen Schuhen, so richtig selbstbewusst, fühlt sich voll wohl und so. Ist ja korrekt, Bruder, fühlt die Schuhe, gar kein Problem. Ich guck den an, ich denk mir so, Bruder, der wird eh irgendwann Schuhe ausziehen. Bisschen erstmal auf Aufmerksamkeit, ich so, Bruder. Korrekt, dass du weißt, dass wir Juden sind, dass wir nicht beten und so. Und dann lacht er, guckt er seine Schuhe an, ach so, yo, und zieht die Schuhe aus, Bruder. Aber ich kam wenigstens professionell her und nicht. Ja, du kamst auch immer professionell her, Bruder, das ist Corona in Person mit diesen Viren unterwegs. Nein, aber hast du wirklich Angst vor Corona sehr? Ja, also was heißt sehr, Bruder, wir sitzen hier mit 5 Leuten in einem Raum, Bruder, schöne Grüße an Gesundheitsamt. Auf jeden Fall, was heißt Angst? Also ich bin besorgt, weil ich halt nicht weiß, was das jetzt da genau ist und ich hab da so Ungewissheit. Ach, fühlst du dich bedroht? Denkst du, du bist einer der Risikogruppen? Ich fühle mich bedroht von den anderen, weil ich kenne Leute, die das gar nicht ernst nehmen, Digga. Krass. Die in Frankfurt, das hat letztens so erzählt, so eine Story, ich hab so einen Kollegen in Frankfurt, der hat so einen Joint geraucht. Und hat den Joint nicht mehr geschmeckt. Mhm. Und ist dann zum Arzt gegangen und festgestellt, dass er Corona hat. Und schon was sagt am Joint, Bruder. Und was er danach gemacht hat am nächsten Tag. Der war wirklich positiv. Der Kollege sagt, Bruder, was machst du jetzt mit der Friseur gleich, Bruder? Hauptsache Seiten auf Null, Bruder. Seiten muss auf Null sein, weißt du? Also, kifft nicht. Vitamin X, Vitamin X. Vitamin X. Vitamin X nimmt euch daran kein Vorbild. Also, Du hast hier nur jegliche japanische Plastik-Avenger. Feierst du das, Bruder? Digga, ich feier das hart, Digga. So eine Kindheitserinnerung. Am krassesten finde ich hier, dass du hier von komplett Super Mario Smash Brothers alle Figuren hast, Digga. Ich finde das voll krass, dass du so älter bist und auch so Figuren und so feierst. So. Digga, ich feier das hart. Man merkt voll, dass du pädophil bist. Digga, was sonst? Wie kamst du eigentlich auf mich, Bruder? Boah, das war Killer. Also ich wüsste immer, wenn ich Videos hochgeladen habe, waren immer so enttäuschte Kommentare. So, die meisten waren so, hey Digga, schulst du mir noch 5 Euro? Das war ich so gewohnt. Ja. Aber dann so war das. Aber dann war so, hey Digga, wer dachte auch, das wäre ABK? So, unter jedes meiner Videos war so, Digga, das ist ABK. Ich dachte, das wäre ABK, die sind so voll enttäuscht. Die haben dann so nach der 13. Minute oder so haben die dann gemerkt, hey, warte mal, das ist gar nicht ABK. Und dann ist es voll krass, weil auf dem Titelbild dachten die, Alaba, das ist er. Nee. Aber die wissen ja nicht deinen echten Namen, die wissen nicht, wir heißen ja auch ähnlich, du heißt Halim, ich heiße Salim. Das heißt, krass, ne? Die denken dann, Alaba, das ist der, aber der hat einen Stage-Namen genommen, wo er sich leicht abgeändert hat. Wo der grün ist. Genau, wo er grün ist, damit er eine neue Karriere aufbaut, weil vorher hat keinen Bock mehr auf diese Dark-Web-Sponsoren. Er will jetzt von Null machen. Und dann haben die Leute das geschrieben und dann haben die mir geschrieben, Digga, hör mal auf ABK zu machen. Und da war ich so, haben die das echt geschrieben? Ja, und Leute schreiben mir, bist du ABK? Die ganze Zeit brauchen wir, die schreiben dir auch, wie geht's so machen? Digga, ich hab mich tot ABK Army, was geht ab? Digga, richtig, ABK Army des Todes. Ich weiß nicht, ich stand so vor meiner Tür, so, hey, hör auf jetzt damit. So, hey, krass, wissen Sie, wo ich wohne und so? Ich war so voll überfordert und dann waren die immer so, Digga, mach mal was mit ABK zusammen, weil ich glaube, dass du er bist. Und dann denke ich, hä, seid ihr doof oder so? Und dann habe ich die geschrieben, hab dann gesagt, Digga, wir müssen unbedingt das ein Video zum Podcast zusammen machen, damit die Leute checken, ah, Laber, er ist doch nicht dieselbe Person. Außer ihr schreibt und kommentiert die, Laber, krasser Deepfake, das Leben sich einfach sich geklont hat und so. Das ist krass. Weil du weißt ja, für die Deutschen, für das deutsche Auge sehen die Marokkaner alle gleich aus. Ja, wie so für uns so Japaner oder Chinesen sind alle genau, gleich. Japaner, so, Chinesen, und den Kerex, so Rumänen, so, ja, weißt du ja, jeder von denen fehlt 1,20 € fürs Ticket, so Standard. Und dann ist so, kennst du nicht am Bahnhof manchmal? Ja, so. 1,20 €. Ich sag mal doch selber nichts. Bitte. Ich frag die nach 1,20 €. Da wird aber gerade Geld. Bitte mal 1,20 €. Aber könntest du dir nicht vorstellen, so auf der Bühne Comedy zu machen? Guck mal, ich würde das richtig gerne mal machen, aber ich hätte halt übel Schiss davon, wenn die Leute nicht lachen. Bei YouTube ist das da so, du lädst das Video hoch, danach, Digga, du gehst ins Bett, du schläfst, juckt eh nicht, was die Leute da sagen. Aber wenn einer live so vor mir steht und der lacht nicht, Digga, ich würde mich löschen gehen direkt danach. Was, wirklich? Was ist dann so schlimm?
Wie machst du das, wenn Leute nicht lachen? Ja, dann check ich halt, dann guckst du aufs Schild drauf und sehe ich so, ah, laber, ist gehörlos. Und dann gehst du wieder raus. Und dann warst du so, weißt du, was ich meine? Das ist voll einfach. Wirst du nicht nervös, wenn du gar nicht lachst? Ich bin nervös, dann gehe ich hin, mach so 5 Gags, dann merke ich so, okay, alles klar, dann ist halt, das ist nicht mein Publikum hier in der Abschiebehaft. Und dann merke ich so, okay, ist so gut funktioniert. Hast du schon ein paar Mal einfach so auch einfach einen Auftritt abgebrochen? Nicht im klassischen Sinne. Also ich habe schon so ein paar Mal die angeguckt und gesagt, hey Leute, was ist los mit euch? Und dann so, Korkischki. Ich so, hä, was? Korkischki. Und dann, ah, laber doch nicht, Alter, das ist Spargelstechen-Saison. Hab ich so nicht gecheckt, dass die dann, das waren einfach so meine Co-Mitarbeiter. Das war dann einfach weg. Ciao. Ja, dann war ich so, hab meinen Stundenlohn abgeholt. Das war so 4,50 Euro pro Stunde. Dann gedacht, kannst du nebenbei wenigstens noch Programm. Hast du dann in Indien gearbeitet oder war das hier? Nee, das war hier in Polen. Das war direkt so an der Grenze. Und dann, das waren schlimme Zeiten damals. Und dann war es so scheißegal, wenn die nicht lachen, was soll's. Die sind hier nicht wieder, das sind wie so Einwegmenschen. Ja. Die sitzen so einmal da, gucken dich so an, das ist meistens so irgendeine Bar. Das sind, so, das sind alle alt, so 80, sind alle besoffen. Und du genau checkst. Mein Ding. Ich weiß, ältere Frauen. Ältere Frauen magst du? Ja, richtig. Hast du auch ein älteres Publikum als ältere Damen? Ja, Dame? Sehr. Alt. Nein. Doch, doch. Die sind so lustig, hör mal. Ja, so die? Genau diese Stimme auch noch. Krass. Ja. Ich weiß, oh, das wird toll, sie erinnern mich an meinen Großcousin. Lady, erstens ziehen Sie die Windel unter Ihre Hose. Und zweitens. Ey, geil, du hast genau die Leute, die ich will. Ja, warum? Weil die nicht weglaufen können? Oder? Ja. Weil die sich nicht wehren können. Du kannst sie voll einfach locken mit so einer Arthritis-Pille so in den Kofferraum, hast du die für den Rest deines Lebens. Danke für die Tipps. Ich schwör's dir, die sind eh dement. Und du kannst dir die ganze Zeit einreden, dass du deren verstorbener Großvater bist oder so. Was ist meine? Kannst du ganz ehrlich so sagen, ich bin's. Und sie so, ich kann mich gar nicht mehr an sie erinnern, seit wann ist der Opa jünger als ich? Ja, Lady, Antioxidantien, Alter. Man kann es nicht. Das ist schlimmer als ich, Bruder. Das ist echt schlimmer. Aber ich weiß, ich finde das wirklich krass. Aber findest du, das Game hat sich verändert, seitdem du 12 bist bis jetzt? Oder glaubst du, es ist ja, klar, was klar. Hat sich verändert? YouTube ist heutzutage wirklich, die Stars von heute, nicht, dass ich jetzt dazu rechne, aber die Stars von heute, finde ich, kommen aus dem Internet. Nicht mal aus dem Fernsehen wie früher. So. Wirklich? Ja, weil Leute legen voll den Wert darauf, dass diese Menschen so, dass die so greifbar sind. Weißt du, dass man halt so, man sieht einen vor der Kamera in seinem Zimmer und so, dann kannst du viel, viel mehr dich mit dem so, ja, du fühlst dich viel mehr connected, als wenn du früher so auf dem Fernsehen und auf der Bühne siehst, da man dann 2,50 Euro pro Auftritt bekommt, das ist dann so, weißt du? Das heißt, was? Ich brauche nicht besser 100 Euro pro Video. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ja. Das ist halt so dieses. Deswegen finde ich, also YouTube hat einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert heutzutage. Wo ich 12 war, war das gar nicht so. Krass. Das heißt, du meinst, das ist besser zum Identifizieren. Dass genau, Leute, wenn genau. So ein Thomas Gottschalk im Studio ist, denkt sich so jemand dann, nee, der ist ja gar nicht wie ich. Aber genau. Wenn du so aus deinem Kinderzimmer machst, wo du so ohne Ende diese ganzen Rummelplatz, Plüschtiere hast, dann denke ich, ah, laber, das ist ja wie bei mir. Ich genau, so Zimmer ist nicht aufgeräumt, Haare nicht gemacht, yeah. So. Das finde ich halt so Pianos, die du benutzt hast. Laber nicht, als ob du das jetzt hinkriegst. Mach Maghreb Gang. Ist auch der Ton an? Ja? Krass, ja? Digga, das Flohwalzer hat tatsächlich drauf. Laber doch nicht, wo hast du das gelernt? In Japan? Laber nicht, Digga, das ist wirklich. Respekt, Alter, das hat mich richtig gejiggt. Ich schwöre, ich dachte, du bist eben, das wäre nur Deko. Das wäre so safe, so, dass du so, wenn so irgendwelche Leute du hier reinlockst. Ja, dass du so Mädels sagst, du dann so, schau mal, ich kann Klavier spielen. Wow, kannst du schon reden? So, dass du dann dich so beeindruckst. Nein, ich glaube, du musst in die Kamera gucken ein bisschen oder gar nicht. Digga, du kannst diese Kamera komplett ignorieren. Wunder. Ach so, Kies, du guck ab und zu in die Kamera, das ist wie so ein Fame-geiler Bastard. Weil ich dachte, damit du nicht denkst, was ist das, Bruder? Einfach werden nur so gefilmt. So, okay, ich gucke kein einziges Mal dahin. Hab ich gesehen? Nein, Quatsch, Alter. Sonst redet man automatisch wie so ein Hurensohn. Ja, dann bist du die ganze Zeit. Und was haben wir gelernt, Kinder? Ich war einfach als YouTuber beleidigt. Nein, feier ich, Bruder. Gib mir doch jetzt keinen Kopf, Bruder, mach das. Achso, ich hab's nicht gesehen. Nein, ich meinte das nicht so. Du bist schon der erste Mensch, der gechippt wurde. Ja, also der erste Gechippte. Und dann nenne das wirklich so ein krasses Ding, was da für diese so Finnland, also ich weiß in Finnland, damit ich das wie so programmiere, die wollen halt so in Echtzeit deine Gesundheitswerte messen. Das heißt, du hast es dann so an und dann sehen die in Echtzeit, ey, laber, du hast das und das und das, du solltest jetzt das und das essen, damit das und das unterdrückt wird. Weil meistens ist es ja so, Leute bekommen so Entzündungen und danach bemerken die das nicht, dann gehen die zum Arzt so einmal pro 3 Jahre wieder. Ach, laber! Sie haben Krebs im Endstadium. Welchen Sarg möchten sie haben? Wir haben grün, rot, blau. Ja.
Welche wollen Sie haben? Gelb. So, dort, so, Arzt, hab ich denn gar keine Wahl? Doch, ich sagte ja, gelb, rot, blau. Rosen können Sie noch aussuchen. Wollen Sie noch? Wir haben jetzt so einen Inder, der war gerade eben noch hier. Hey, komm wieder zurück. Wollen Sie bei Roses? Yes, für Sie bitte zwei Rosen. Weißt du, so ist ja normalerweise Gesundheitssystem so. Du machst so, bist du krank am Arsch und dann darfst du die Farbe vom Sarg aussuchen. Krass. Und die wollen halt in Finnland, sind die halt so richtig krass gesund. Das hat mich voll geflasht. Sauna, kalt. Und die haben halt immer so krasse Sachen, die wollen so echt live Medizin machen, dass du echt halt rumläufst. Und die sagen dir dann schon, die App sagt dir dann, hey Digga, du hast langsam Ebola im Endstadium. Ja, erstmal ein bisschen Oliven und sowas, damit das ein bisschen unterdrückt wird. Das ist wirklich krass, das ist wirklich der Ziel. Ebola, so Oliven helfen gegen. Kennst du es nicht in Marokko? Das ist eine marokkanische Medizin. Warst du in Marokko beim Arzt? Nein, zum Glück nicht. Ich wurde schon am Leben. Marokkanischer Arzt, Bruder, ich bitte nicht. Ich schwör's dir, das ist auch gleichzeitig der Metzger. Das ist krass. Der schlachtet so eine Ziege. Ich bin nicht gleich bei dir. Entschuldigung, Dr. Abdelkari, das kann ich wie Sie tun. Erstens, seit wann kannst du siezen? Entschuldigung, das waren auch die DVD-Player von hinten. Weißt du, was du brauchst von mir? Hey, der war stark. Weißt du, warum kann ich nicht? Ich schwör's dir, genau das. Verkauft dir noch so Adidas-Trikots, der macht alles rein. Ich schwör's dir, das ist richtig krass. Was ist nur wie das? So auf Todescomedy, ich muss wirklich hingehen. Ich mach keinen Schaden. Ich schwör's, ich bin hingegangen, ich hatte Schnupfen und bin raus mit Ebola. Ich hab mich da angesteckt, der Bastard. Der so, du kommst du hier haben wir einen Fledermaus. Du weißt ja, du, im deutschen Arzt bekommst du so Keks am Ende. Ja, ja. Da bekommst du so Flughunde. Das ist der neue Freund. Ich höre es nicht so, Bro, der hat Schaum vom Mund, glaub ich. Das ist Milchshake, was? Glaubst du an Corona? Corona? Ja, safe, glaube ich. Na, ich habe früher daran geglaubt, jetzt eigentlich nicht mehr, Alter. Warum? Seitdem Trump das überlebt hat, Digga. Und wir das überlebt haben, vor allem. So, er hat so Corona gehabt, so, er konnte es selber nicht glauben. Und dann haben wir so, this is going to be the biggest challenge of my life. We can do this together. So, drei Wochen später kommt er, hat so Bizeps bekommen. Also, du glaubst nicht dran. Digga, nachdem, also zuerst mal war ja so, Digga, du musst das Immunsystem stärken. Ja, ja. Wir haben uns ja deswegen so verbarrikadiert, um die Alten zu schützen. Darum ging es ja immer. Genau. Denk an die Alten. Und dann bekommt der Älteste das und ist nach fünf Tagen wieder draußen und sieht fresh aus als vorher. Der ist aus wie so ein Solarium und so Sixpack bekommen. So von Murat, der bei Murat noch geschnitten, so Haare geschnitten. Und dann kommt er und macht direkt wieder eine Rede. Aber fresher als vorher. Da ich so, Bro, was auch immer er für eine Corona-Version hat, gib mir das. Dann kann ich Auftritte auch besser machen. Ich weiß nicht, vor allem in Finnland war das genauso. In Finnland haben die auch komplett drauf geschissen. Wie? Also war in Finnland. Ja. Und dort gibt es ja keinen. Also ich bin hingegangen am Flughafen, hatte diesen Mundschutz an. Mhm. Und dann kamen Omas zu mir und haben mir den abgenommen. Die so, was bist du für ein Opfer, Alter? Das fette überhaupt nicht. Was bist du? Ei. So, ich schwöre es dir mal, das kannst googeln. Deswegen, das ist das, was Schweden so kritisieren. Die sagen ja, Schweden, die scheißen auf alles, voll respektlos. Warum machen die keinen wirtschaftlichen Selbstmord wie wir? Sind die cool oder was? Und dann habe ich dann. Aber weißt du, was der Grund ist? Digga, in Finnland, das ist dreimal so groß wie Deutschland. Ja. Aber da wohnen so 4 Millionen Leute, 4 oder 5 Millionen Leute. Das heißt, ich laufe durch die Fußgängerzone, da sind so 5 Leute und so ein Pinguin. Und ich bin so, hey, wo sind die ganzen anderen Leute? Alter, das ist wegen Social Distancing. Nee, das ist normal. Wirklich, ich war dort bei einem Freund. Warum ist das so bei dem? Da wohnt halt niemand, weil keiner hin. Kann Flüchtlinge, nicht mal Flüchtlinge wollen. Das ist eigentlich geil, oder nicht? Eigentlich schon, aber es ist halt kalt und Flüchtlinge mögen es nicht kalt. Das Flüchtling geht halt hin, der hat halt so seine. Der kommt aus Syrien, hat so Falafel. Und merkt dann so, hey, Laber, aus meinem Falafel wurde Hummus gerade. Nur durch Temperatur. Dann so, Bro, ich geh wieder zurück. Fuck that. Und dort, bloß dort. Die scheißen halt Haare auf sich, die sind so unfassbar gechillt. Das ist wirklich ein unfassbar geiles Land, Alter. Wirklich, aber das ist ja krass, halt, du hast ja halt keinen Nachbarn. Ich war halt bei einem Freund und dann wollte der kurz zum Nachbarn Eier holen. Mhm. Kommt so noch 8 Wochen oder so zurück. Den kann ich mal wiedererkannt. Ich weiß dir, der hat so Gehstock, Rente beantragt. Digga, wie lange warst du weg? Und deswegen, bei uns in Marokko ist ja voll die Krise, Alter. Ja, das ist eine Katastrophe. Hast du mal bei mit deinen Verwandten geredet? Wie geht's denen? Also nein, ich habe eigentlich nicht wirklich mit denen geredet. Meine Familie begrüßt halt in Holland, Bruder. Ach, Laber? Ja, die waren alle in Holland. Wie geht's denen so? Ja, soweit gut, aber in Holland ist auch ein bisschen locker, was das angeht, diese Corona-Filme und so. Wirklich? Im Supermarkt musst du keine Maske tragen. Im Supermarkt? Ja, nur im Bus musst du Maske tragen, so war das irgendwie. Ich weiß, in Holland, die hatten sogar Anhustwettbewerbe. Denen war das komplett egal, ich weiß. Die haben dich so begrüßt. So, willkommen in Holland. Entschuldigung, du hast was auf deinem Mund, Junge. Du musst rein in den Mund. Das ist krass, Alter. Die haben so Mundtests gemacht mit dem Finger. So. Weißt du, die haben einfach so. Haben die eigentlich einen Corona-Test bei dir gemacht? Also, ja. Die haben so ein Ding in die Nase geschoben? Ja, aber die machen sich in die Nase, die machen sich in die Achselhöhle. Die sagen dann halt, hey, hier wirkt das besser. Aber ich dann so, hey, ich hab doch noch eine Jacke an. Ist so egal. Und dann haben wir. Nein, ehrlich, jetzt verarscht. Haben die das in deine Nase reingetan? Digga, ich scheiße komplett drauf. In Finnland ist das alles so Vorschlag. Aber du hörst den Vorschlag so. Du bist im Kaufhaus und sagen die auf erstmal auf Finnisch, irgendwie krauschen, du verstehst nichts. Aber die Finnen verstehen auch nichts so. Die sind so, hä, was labert der? Und dann sagt dieser krauschen-krauschen-Typ, okay, jetzt auf Englisch wieder. Und dann sagt er halt, ey, please, if you want, you can
Buy a mask. Da siehst du die Omas, die sind so. Spasti. Ja, ja, die regen sich so auf, so. Die fappen sich darüber richtig ab, Mann. Finnland ist wirklich krass. Und das Krasseste in Finnland, kennst du das? Diese Luftqualität. Kennst du das, wenn du so im Wald bist? Ja, und du richtig, atmest, richtig. Aber du willst diese Luft so essen. Ja, du so weißt, Airwaves kaufen. Genau, genau. Und das ist in Finnland, das ist noch krasser. Das krass, du kommst am Flughafen an und die haben die Natur da gelassen. Ja. Also du siehst so Wälder und dann siehst du mittendrin so einen Flughafen und dann steigst du aus am Flughafen und machst so und willst diese Luft so essen. Du spürst so auf einmal Labersauerstoff. Aber wenn du Marokko ja einatmest, kommen ja direkt so 5 Kakerlaken aus der Nase. Ja, ja, das ist so. Kennst du Marokko? Kommt der Arzt wieder mit seiner Ziege, schlachtet die wieder und schmiert dich so mit diesem Blut ein. Weißt du, dann haben wir holen diesen. Diesen Schlappen, kennst du das? Ja, ja, dann. Diesen Tuch und dieses Abklopfen. Genau, da haben wir das dann Gesundheitsmaßnahmen. Ja, genau. Fühl dich wohl. Ja, aber das kennst du. Bei uns gibt es halt nur Olivenöl auf die Stirn und dann war es das. So, das halt gegen alles. Alhamdulillah. Ja, in Marokko ist krass. Halt. Das ist wirklich sehr traurig zur Zeit dort. Halt. Die haben ja auch Lockdown und so. Das Problem ist ja, da sind so viele, haben hier gar kein nichts zum Lockdownen. Weißt du, was ich meine? Die sind so, jeder macht jetzt Lockdown. Jeder bleibt. Die schlagen da. Die auf der Straße, weil die draußen finden und so. Genau, das ist krass, Alter. Die laufen dann rum, schlagen die. Und dann so, Bro, Alter, was machst du denn? Die schlagen Corona aus. Ja, ja, die schlagen einfach. Digga, voll viele YouTuber haben so richtig Angst vor diesen Strikes. Und bei dir hat man das Gefühl, du sammelst die. Ja, ich bin Baseballspieler, professionell. Genau so, ja. Genau, und dann wollte ich wissen, was war das erste Mal, wo du einen Strike bekommen hast? Wie bist du damit umgegangen? Boah, das erste Mal, das war damals schon vor Jahren, habe ich schon Strikes bekommen, wegen irgendwie, ich glaube, Gewaltinhalte, ne? Ich habe da irgendwie, ich hab auf so ein Video reagiert, wo in China so, ich glaube, Schüler ihren Lehrer geklatscht haben, ne? Und dann habe ich dafür einen Strike bekommen. Und jetzt war das halt, da war's, das war aber noch so gerechtfertigt, weißt du, das war wirklich so ein Strike, der von YouTube selbst kam. Aber mittlerweile ist das so, dass ich halt vielleicht mal einen Strike kassiert habe, wo ich aber offensichtlich dann auch wusste und das auch schon nahezu schon beweisen konnte, dass das von Netzwerken kam, weißt du? Also Netzwerk, YouTuber, was ist Netzwerk? Es gibt YouTuber, die sind dann bei bestimmten Netzwerken unter Vertrag. So Management. Genau, genau, unter Vertrag. Und die haben dann halt immer so Möglichkeiten, zum Beispiel Videos sperren zu lassen, wenn du deren Urheberrechte verletzt oder wenn du die irgendwie ankeilst, irgendwie angreifst, dann können die sagen, ey, sperr das Video mal und das Netzwerk wird das Ganze dann so quasi sperren, dass das aussieht, als wäre das von YouTube selbst gesperrt worden. Krass. Aufgrund der und der Richtlinie wurde dein Video gesperrt. Nicht, dass da steht, im Auftrag von, keine Ahnung, Funk wurde dieses Video gesperrt wegen den und den Rechten. Weißt du? Das sieht aus wie ganz normales YouTube, ist genau. Aber nicht von YouTube. Genau. Das kannst du dann auch nicht erkennen, außer dass das YouTube dann so mit J geschrieben ist. Genau, das kannst du nur herleiten, wenn du ein bisschen nachdenkst. So. Check jetzt, dass das so. Junge. Fuck, dieses YouTube hat mich schon wieder rasiert, Mann. Boah, dieses JTube, wie schreibt man das? Das ist ganz normal, das ist komplett authentisch. Zu YouTube P so hinten geschrieben, so richtig sinnlos. Kennst du diese Fake-Adressen von diesen nigerianischen Betrügern? Die so sagen, sie haben vergessen, ihren StudiVZ-Account zu aktualisieren. Bitte drücken Sie auf diesen Link. Ah, das ist Spam bei Instagram. Genau. Ich sag mal, your account has to be verified. Ich hab schon einen Verified-Account, Bruder. Und nochmal, bitte. Ich mach diese blaue Haken mit Foto, mit Photoshop rein, Bruder. Und dann siehst du immer, diese Dings heißt Instagram, aber wenn du dann diese Details aufmachst, dann siehst du so abdulqawi.jj.com und so. So, hä, wo ist .com? Aber sie ist .com mit K geschrieben, so du sagst, hä, was ist diese Domain überhaupt? Komm, Bruder. Oder ich habe so 2 Millionen US-Dollar für dich auf dieses Konto und drücke nur auf diesen Link. So, die warten so. Wusstest du, dass sich Leute auf Instagram Häkchen kaufen? Was? Diese Verifizierungshaken, das kaufen sich ja manche Leute, ne? Aber warum brauchen die das? Es gibt so ein Instagram-Schwarzmarkt, wo man sich diese Haken kaufen kann. Sind das deine Sponsoren, oder was? Die sind auch aus dem Deep Web, Bruder. Nee, es gibt aber echt diese Leute, die sich das tatsächlich kaufen. Ja, was ist der Unterschied, ob man jetzt blauen Haken hat oder nicht? Hast du einen eigentlich auf Instagram? Ich weiß es nicht. Warum sitze ich überhaupt mit dir? Du hast gar keinen. Ich glaube, ich habe doch mal einen. Spaß. Hast du einen? Findest du normal, dass du einen bist? Ich glaube, ich kann seine Serien haben. Du hast einen selbst. Nee, das Ding ist, das ist für Leute halt so, manche Leute ist das wichtig, weil dann das wirkt halt so nach dem Motto krass, so, boah, der ist verifiziert. Ach, Laber, wie bekommt man das? Hä? Wie hast du das immer bekommen? Ich schwöre auf mein Leben, ich weiß nicht woher. Ich hab irgendwo, bei RTL war ich einmal, auf einmal habe ich diesen Haken bekommen. Dieses herzlichen Glückwunsch, sie ist nur eine verifizierte Person. Und ich war noch so zu Hause, hab so Windeln angehabt, ich so irgendwie Laber. Und war dann auf einmal Laber, ich bin verifiziert, das so meiner Mutter gezeigt. Ja. Und die hat dann so mein Handy genommen und darauf so Zwiebeln geschnitten. Und hat dann gesagt, Laber, mashallah. Ich hab beantragt, ich bin ehrlich. Was? Das ist so eine richtige Influencer-Schwuche. Warte, aber hast du den blauen Haken oder noch nicht? Ich hab ihn, ja. Laber. Ich habe Reisedokumente, alles habe ich hingeschickt. Die ganze Familie verkauft, Bruder. Der Onkel am Schwarz, aber ich habe alle Dokumente eingereicht, egal. Zu Hause als Pfand dagelassen. Alles dagelassen, Bruder. Aber krass, obwohl du diese ganzen Videos immer so gelb Abonnent hast, gestrikt, ja, aber. Ich einen gelben Haken bekommen. Krass! Und du hast das beste Profilbild, Alter. Feierst du, ne? Dicker, ist übertrieben. Ehrlich jetzt? Ich weiß, du bist der Erste, wo ich so dreimal gucken muss, ob du das bist. Oder irgend so ein Stalker-Account von so Ex-Freunden. Kennst du das? Ja, ja. Die so. Die stand so stalken und so, hey, wer ist das?
Digga, das ist wirklich krank, dass diesen Kuchen kommt. Wie schnell sind die eigentlich vernichtet? Das ist nur von Cartoons. Wo die so, und dann ist so. Du willst auch einen haben, Digga. Gar keinen Fall. Warum denn schon? Nimm doch einen. Hast du eigentlich schon Webesse? Wie schnell du diesen Kuchen gegessen hast, Digga. Nein, für Wirklichkeit. Ich bin mir ja einfach nur fasziniert, wie schnell jemand so einen Kuchen vernichtet. Happy Birthday to you. Hast du schön nicht Mario vorne? Nein, er wollte doch die ganze Zeit der Arme. Hier, ist gut. Nein, jetzt mal auf die Seite. Guck mal, du studierst jetzt Englisch auf Lehramt, wie man hier unschwer sehen kann. Ja. Unterrichten die immer noch dieses Bastard Englisch oder hast du ein bisschen realistischeres Englisch? Bist du immer noch so, hello Frank? Oder bist du so, what up Frank? Man kann ja so, sobald du mit dem Studium anfängst, ne, wirst du ja direkt schon mal hochgenommen. Es kommen ja so Fächer wie Phonetik und so Scheiße. Das heißt, da geht es um so Aussprache, Betonung und so ein Shit. Yeah. Dann sprichst du ein Kackwort aus, Dog. Dann sagst du dem Professor das nach, Dog. Dog. Das ist Dog. Dog. So, die dachte ich richtig aggressiv. Ja, hast du ihm gesagt, dass er den Dildo rausziehen soll? Oder danach kommt ja der Dildo. Er sagt dann, Dog. Diphthong. Deine Zungenspitze berührt den Gaumen, das ist eine bestimmte Betonung. Aber das hat er auf Deutsch gesagt. Er sagt auf Englisch. Also die Profs, die können bei uns eigentlich gar kein Deutsch. Ich spreche nur Englisch, ne? Größtenteils, ich spreche nur Englisch. Alles nett. Dann gehst du da mal hin mit deinem 7. Klasse Australian Kangaroos da Englisch dahin, Bruder. Hast gerade eine Klausur verkackt, willst irgendwas retten, dann yes, spot the point, shit, das hast du alles vergessen, Bruder. Dann redest du wie der letzte Spasti, Bruder, weißt du? So, aber, also ich studiere Englisch und Mandala, Wissenschaften, also Pädagogik. Da geht es auch darum, nicht über den Rand zu malen und so. Aber was lernt man bei Pädagogik denn? Boah, da lernst du nur so Scheiße, wie male ich das Mandala richtig aus. Das ist wirklich so. Nein, Pädagogik ist ja echt wichtig, Alter. Ja, aber da lernst du halt eher so Sachen wie, woher kommt der Begriff der Bildung, philosophische Theorien dazu. Das man ja auch oft braucht in der Schule. Ja, ja, klar, das ist ja überlebenswichtig auf jeden Fall. Und was lernst du da noch? Ja, so ein bisschen so, was es für Krankheiten gibt, psychiatrische Krankheiten und so eine Scheiße. Herr, warte mal, aber sollst du am Ende in der Schule arbeiten oder in der Psychiatrie? Ich würde gerne in einer Berufsschule arbeiten. Eine Berufsschule? Eine Berufsschule, ja. Warum, wie kommst du auf eine Berufsschule? Ist chilliger, weil die Leute schon älter sind, denke ich mal so. Und man verdient auch mehr Geld da, habe ich gehört. Aber. Ja, so 3 Mülle kriegst du da schon, ne? Oder ich habe nicht eine Berufsschule gearbeitet. Ja, so 3 irgendwas kriegt man da auf jeden Fall, Bruder. Das ist gleich zu meinem YouTube-Gehalt. Weißt du, deswegen. Wenn du nicht Geld bist. Genau. Yeah. Boah, krass. Alter. Also an der Schule würde ich gerne arbeiten, safe. Aber an einem Berufskolleg. Und wie kommst du darauf, Englisch zu unterrichten? Ich habe Englisch eigentlich in der Schule immer gemocht, bin dann in die Uni gegangen, habe dann gesehen, das ist was ganz anderes. Das ist eine neue Sprache, die ich da gerade lerne. Und dann war halt so Studium angefangen, BAföG-Abend, alles. Du hast schon Packung der Teufel geschlossen und dachte mir, ey, geht nicht mehr. Der Moonwalk zurück hat nicht mehr geklappt, Bruder. Ich musste drinbleiben in diesem Fach, weißt du? Und bin dann da geblieben. Aber ich bereue es, also Englisch ist echt ein schäbiger Studiengang. Ja, vor allem diese Professoren sind ja einfach nur Muttersprachler, die rüberkommen auf Deutschland und auf einmal sind die Professoren. Und die reden auch so richtig wie diese Listening Comprehension, diese Aufgabe. La, aber so reden die auch nicht. Der Panzer, aber diese, oh, Digga, ich krieg Hass, wenn ich das höre, rummache. Deswegen, das fand ich korrekt bei Trump, Alter. Bei Trump, du hörst so Trump, denkst du, mein Englisch ist voll gut. Weißt du, du verstehst so alles. Warum? Ja, weil der benutzt nur so 6 Wörter. Great, amazing. Egal, was du bei einer Pressekonferenz anguckst, der hat so Listening Comprehension von so 5. Klasse. Egal wie komplex die Frage ist, er beantwortet immer dieselben 5 Wörter. Ist auch so, als ob er so eine Gameshow hätte, du darfst nur 5 Wörter benutzen. I, greatest, any questions, fake. Doch, jetzt sich jetzt auch bei diesem Wahlkampf, Digga. Jeder sagt, dass Biden schon halb tot ist. Wie heißt sucht der? Biden heißt er. Ich habe gestern zu meinem Kollegen gesagt, Joey Biden. Joey Biden? Biden habe ich ihn genannt, ne? Ja, Joey Biden einfach. Wie so Junge heißt Joe Biden. Ich studiere einfach Englisch und ich wusste das nicht, Bruder. Boah, krass. Krass, ne? Dass du das nicht mal lesen kannst. Dass beide irgendwie 70 sind, wo ich schon dachte, Bruder, in Deutschland wäre es auch schon längst im Altenheim, Bruder. Wie lange will der denn noch da was machen? Boah, keine Ahnung, der andere, der sieht so aus, als ob er sich schon den Sarg aussucht, und Rabatt bekommt. Und der andere, Digga, der kennt nur 5 Wörter. Aber Bushido hat auch, war auch in der Politik, ja? Echt jetzt? Der wollte auch Politiker werden, ja? Ja, aber was wollte er machen? Fuck mich nicht, keine Ahnung. Aber er war doch dieses komische Wahlprogramm, was war das, 2014 oder so? Ja, Ronin war korrekt, Alter. Wer? Ronin, sein Lied. Von Bushido? Ja, Alter. Ich kenne den Titel. Auch. Kennst du es nicht? Deutscher Rap kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ronin. Nee, kenn ich nicht. Das ist auch in Tokio gedreht sogar. In Thailand, oder? Was nicht Tokio? Nein, das war Thailand. Ja? Ich konnte mich genau daran erinnern, der Straße, da wo diese Kakerlake war. Ja, Phuket. Ja, Phuket, ich war da. War es Thailand? Okay, ich dachte, war Tokio. Warst du in Phuket schon? Also Thailand? Ja, Thailand. Bin ich sogar fast jeden Sommer da und Finnland. Ich wechsle immer ab. Warum warst du noch in Japan? Ich wollte da hin, aber... Komm doch mal besuchen. Aber jetzt mal Spaß, Leute, bist du wirklich offen? Ja, was machst du da? Ich liebe das. Wirklich, aber was gefällt dir da? Von Massagen bis Essen, ich feiere alles da.
Was? Und von Massagen bis Essen feiere ich alles da. Aber warte mal, jetzt, bist du wirklich oft in Japan? Ja, Mann. Ich war jetzt schon dreimal in Tokio. Laber doch nicht, aber kannst du Japanisch? Ich war öfter in Tokio, also in Japan als in Marokko. Nicht dein Ernst. Safe, ja. Boah, deine Verwandten lieben das bestimmt zu hören. Ja, die kennen mich gar nicht mehr, Bruder, haben meinen Namen vergessen. Aber was machst du mit Japan? Weil das Problem ist für mich dort, ist, dass alles auf Japanisch ist. Ja, aber ein bisschen Englisch können die ja. Was? Ein bisschen Englisch können die auch. Englisch, die haben so Masken, die sehen aus wie so Klonkrieger, gucken sich die ganze Zeit so an und hören so nur so auf Darth Vader. Ja, aber die Sachen, die ich da besuche, da reicht das. Also da kannst du schon Englisch mit denen reden. Massage, how much, 30 minutes, ja, come in. Und dann kriegst du schon was Gutes. Ist das jetzt Japan oder jetzt hier um die Ecke dieser Laden? Das ist zwei Massagepreise. Das ist Tokio, Roppongi. Aber ich muss was beiseite. Wann warst du das erste Mal in Japan? Lass mich nicht lügen, das war 2000, ich glaube, 18 war ich das erste Mal. Oder 9? Ah, 18 war ich das erste Mal. Und was war der Grund, warum du dahin geflogen bist? Ich hatte immer ein Interesse an Japan, so generell. So Animes, Nintendo, keine Ahnung, Videospiele. Hab's übelst gefeiert. Mhm. Bin dann dahin geflogen. Hab mir so Orte angeguckt wie Akihabara und das sind so da gibt es da wirklich so Stationen, so, wo du aussteigst und dann ist da alles, dreht sich alles nur Videospiele und so, weißt du? Und das habe ich halt mal übelst gefeiert. So aus Animes kennst du ja dann ein paar Orte, Shibuya und sonst was und wollte das einfach mal gerne sehen. Also das war die geilste Entscheidung meines Lebens. Wirklich? Ja, Digga. Aber wie hast du dich da zurechtgefunden? Einfach auf Englisch geredet? Ich habe mit Kollegen da, ja, du, hier, Ding ins Internet, du hast 5G-Netz, heißt das so, 5G, ne? 5G-Netz hast du da, Bruder. Du konntest live übersetzen, oder was? Oder? Nee, einfach du brauchst da gar keinen, Bruder. Ich finde es schon zurecht. Du hast Google, läufst da rum, Bruder, du brauchst nichts Großartiges. Ohne Japaner, die dich rumführen. Nein. Aber der Englisch ist echt Katastrophe, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Da gibt es nur Fisch und Shrimps gefühlt, alles. Ja. So. Und so ab und zu so Wal-Sandwich, das war's. Ja, das ist voll lecker. Ja, aber ich war nur dort in, ich war in Hiroshima einmal und ich war in Tokio einmal. Das war's. Ich glaube, in Tokio war es echt? Ja, ja. In Tokio habe ich sogar diesen Schrein da gesehen. Das fand ich richtig geil. Ich war auch in mehreren Schreinen. Ich fand geil, diese Toiletten, wo die Aquaknarren. Ja, deine Arschputze, deinen Arsch sauber machen. Boah, das fand ich überraschend. Ich habe so viel Zeit auf den Toiletten verbracht, Alter. Ja, ich bin noch Toiletten gegangen, wo ich nicht wollte. Was? Ja, ich war die ganze Zeit so, ey, was machst du, Bruder? Ich habe richtig schön in den Arsch putzen. Ich fand es richtig geil. Mein Arschloch war sauber. Hast danach so Trinker gegeben in die Tasche vom Klo oder so? Digga, ich finde das krass, dass wir sowas nicht hier haben. Was? Warum haben wir sowas nicht hier, so einen Arschputz? Überleg doch mal so einen Eberhard. Das sollte man in der Moschee auch haben. Bruder. Das die Deutschen beschweren sich so, wenn Dönerladen aufmachen und sagen, ich schon über Fremdungen. Was glaubst du, wenn so ein japanisches Arschloch die ganze Zeit so gereinigt wird? Kommt überhaupt nicht klar drauf. Digga, Leute rollen schon rum, wenn der Taxifahrer nicht perfektes Deutsch kann, dann sagen die schon über Fremdungen. Was ist da passiert? So Wasserkanonen ins Arschloch. Geil, Alter, ich find's geil. Krass, das ist in Japan, was hätte ich nicht gedacht. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen kann. Da warst du wirklich? Ja, ich war wirklich dort. Das fand ich ganz wirklich geil. Was denkst du denn? Komm, wie schlau der nicht. Der sagt extra nicht Schwuler, weil der ist so Fernsehen, WDR und so. Wenn der Wunder sagt, dann, die arbeiten schon zusammen, die werden zusammenarbeiten. Deswegen sagt er, ey, Digga, Mann, so auf Deutsch. Und so. Ich überlege, Alter, das war schon geil, oder? Aber ich fand's krass. Wo warst du noch außer Japan? In Singapur war ich. Boah, das ist krass teuer dort. Aber sauber. Ja, das ist sauber, aber teuer. Und warum bist du da hingegangen? Weil die haben keine Mangas. Ich wollte von da aus nach Malaysia. Laber, was wolltest du da? Da gab es auch keine Mangas. Nee, aber das war schön einfach so. Kuala Lumpur, Penang, Langkawi. Echt cool, da war ich auch. Kuba war ich auch. In Havanna und Valadero. Was hast du da gemacht? Auch einfach so, ich hab mir das angeguckt, so dieses Kulturelle, so richtig bei so einer Familie gepennt für 10 Euro, so richtig schäbig. Ich mag das, so dieses, du lebst wie die Einheimischen, weißt du? Das hat mir gefallen. Dann war ich in New York, war ich auch. In Moskau war ich bei der WM. Laber nicht. In Russland. Und wie war das da? War cool. Also ich war halt zu den WM-Zeiten da. Da weißt du, dann wird alles halt quasi, da sind keine Bettler auf den Straßen. Alles ist so perfekt gemacht. So alles so künstlich. Irgendwie. Keine Bettler? Ja, da gab es. Bist du hingegangen wie in den Bettlern? Ich bin doch selber einer. Ich habe schon eingesetzt. Die Bettler. Jedes Land. Wo sind eure Bettler? Komm mal her, Alter. Was ist los? Das haben die extra so gemacht wegen der WM halt, weißt du? Hä, ja. Warum die Bettler dann abgegradet zu Pagen? Was? Die mussten das ja machen. Was heißt, mussten das machen? Aber die Leute aus aller Welt kamen ja dahin. In der WM. Und deswegen durften keine Bettler mehr da sein. Ja, die wollten das halt so sauber halten, dass die Leute sagen, ey, guck mal, du kennst auch mal Onkel, wenn du einen Bettler siehst, Bruder, zieht dann dein Hemd und dann gib mir Geld. Ja, hey, das ist Standard. Das ist schon, hey, Onkel, hör mal auf, halt. Ja, stell mal vor, jetzt wäre das so in Moskau, Bruder. Die Leute aus aller Welt kommen dahin, einer sagt, ja, mir wurde ein Hemd gezogen, die haben mich voll gelabert, die wollten Geld haben, sonst was. Voll bitte für ein Bettler. Das ja so... Unattraktiv, weißt du. Ja, ich weiß, es in Südafrika, die WM war krass. Warst du da? Ja, natürlich. In Südafrika war krass, weil da haben die einfach über diese Slums einfach so eine riesen Mauer drüber gezogen. Ich schwör's dir, da waren so diese Slums, da wo die sich gegenseitig so gegessen haben. Und dann haben die einfach so riesige Mauern drüber gemacht. Ich schwör auf alles. Und dann der Touristenführer, war da mit Touristenführern da, mit Safari und so. Und wir sagten, ey, was ist hinter dieser Mauer?
der dann so, was wir da vorne sehen, das sind Giraffen. Und wir dann so, hä, was ist hinter der Mauer? Der so, ja, die Giraffe da vorne, die liebt Zebras und so. Die haben einfach so getan. Ich schwör's dir, dann zeigen sie, ey, guck mal da oben. Wir fahren hier einfach weiter. Ich möchte, das war richtig krass. Die miesesten Moves. Aber ich finde das krass, weil in Marokko, wir werden ja stolz auf unsere Penner. Wir würden sagen, guck mal, der kann jonglieren, obwohl er nur ein Bein hat. Und so. Die sind so stolz drauf. Weißt du, was ich meine? Aber so, Russland ist so ehrenlos. Sie ihre Penner verstecken, müssen sich ihre Penner so präsenten. So. Weißt du, was ich meine? War auch so freundlich, weil die hupen dich aus dem Auto an, winken dir so. Nee, das war, weil du die Straße gesperrt hast. Das war so ein Risiko. Du verwechselst das. Die haben gesagt, verpiss dich. Und du warst so. Du warst in Marokko fahren dann. Yeah. Ach, stimmt. Ja. Boah, das war eine bittere WM. Cristiano Ronaldo gesehen, wie der uns Marokkaner weggeballert hat. Ich hab den live gesehen, ich hab so gemacht. Und meint, sowas geht nämlich nicht. Abonnieren. Ey, hattest du ja auch nicht das Gefühl, dass die Marokkaner nur dahin gegangen sind, um so mit Cristiano das Hemd unterschreiben zu lassen? Ey, das war krass. Das war krass. Das aber genauso gemacht. Ja, aber die haben gar nicht richtig gespielt. Die waren ja, nur so Labe. Die Marokkaner konnten gar nicht glauben, dass sie so mit Cristiano Ronaldo auf dem Feld stehen. Ich schwöre. Die haben so, keiner hat ihn gedeckt. Jeder war so, ey, bitte, schieß. Das war Auge von Leuten. Das ja, ich schwör's dir. Auge schieben alles. Aber wann hast du jetzt Strikes bekommen? Ich würde das vorhin nicht sagen dürfen, ne? Digga, was für ein langer Schlenker das war. Das war schon. Digga, nein, aber dann haben wir das Thema auch abgehakt. Digga, ja. Das ist wirklich faszinierend, Digga. Du kannst, hast du jemals über Podcasts gemacht vorher? Noch nie. Voll schade, Alter. Das ist so ein faszinierendes Leben, Alter. Echt, ja, du musst immer so einfach dein Leben erzählen, statt die ganze irgendwelche Leute zu beleidigen. Mach mich mal bekannt bei diesen Zuschauern von dir, oder? Ich schwör's dir, folgt ihr. So. Bei WDR? Diese Leute, die kaufen Karten, die kommen deine Auftritte gucken, Bruder. Aber wie lange glaubst du, würdest du da überleben bei WDR? Gute Frage. Du kannst nicht einfach irgendwelche Leute beleidigen die ganze Zeit. Geht das nicht? Du kannst nicht einfach ein Comedy-Skript schreiben und ich gehe mit dir auf die Bühne und mache irgendwie was Lustiges. Aber glaubst du, du brauchst ein Skript? Das wäre witzig, wenn wir so also einen Tag tauschen würden. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast auf meinem Kanal, ich bei dir was bei dir. Ja. Genau, also ich habe. Beide verlieren jetzt. Genau, also ich habe verlieren den Posten. Ich habe so eine Live-Show, du gehst hin und dann hast du so ein. Das Rollins bei dir. Du kannst ja nicht verkacken, so wirklich, weil du hast dieses ganze Team. Bei mir ist nur zu Hause so eine Ratte im Mülleimer, das ist so mein Manager. Und du hast hier so einen ganzen Typen, wenn du was Falsches sagst, der macht so Strichliste. Ich leite das auch nicht. Ich leite das auch nicht, weil wir haben Verträge mit dem chinesischen Dark Web. Und haben es verboten, dass wir über Organhändler reden. Da liegt gerade einfach schon meine Videos ablaufen. Ja, aber bei mir geht das nicht, Alter. Bei mir ist so, ich denke so, ich sage irgendwas, was falsch ist. Und ich gucke dann so meinen Berater an, der nicht vorhanden ist. Und dann guckst du, ah, okay, passt, oder? Und dann ist hier halt kein Feedback. Was ist mit diesen Strikes jetzt genau? Scheiße. Digga, ich schwöre, wir könnten das 3 Stunden machen. Alter. Das ist so witzig. Man, du erzählst alle paar Sekunden, erzählst dann noch irgendeine andere Scheiße. Und dann denke ich so, okay, ich kann es langsam beenden. Und dann erzählst du einfach, dass du in Japan so ein Wasser reinspritzen lässt. Du lenkst von deinen Sachen ab, richtig schlau. Bro. Nein, nein, ich schwöre dir, bei mir ist es nicht interessant. Doch, Digga. Guck mal, ich kann jede Woche so theoretisch hier sein in diesem Podcast. Oder dich so wahrscheinlich, guck mal, wie anstrengend das war, das hier zu organisieren. Ja. Hier jetzt mit deinem Kinderzimmer zu sein. Erzähl doch mal den Leuten, was passiert ist beim ersten Mal, wo du kommen wolltest. Ich hatte Unfall. Bruder, er wollte zu mir kommen. Ach, dick, oh, der war fast draufgegangen, Bruder. Ich schwör's dir. Du weißt, die Leute, die mir erzählen, die diesen Unfall haben, das ist alles so in Zeitlupe. Ja, ja. Das stimmt, Digga. Aber wie ist das passiert? Du warst auf dem Weg zu mir? Ich war schon verflucht, weil du zu spät kamst und keine Kümmer dabei. Ich habe schon meine ganzen Gebete gesprochen. Irgendwas wollte ich, dass das passiert. Du warst so, bitte. Hast du Voodoo-Puppe gehabt, dass sie so zerstochen 5 war? Dann bist du gekommen. Also dann hast du gesagt, Bruder, ich habe ein Problem. Dann schickt er mir ein Foto auf WhatsApp. Wie komplett Auto total schaden ist. Richtig, total schaden. Ich denke so, ich rufe dich an, ich so, ey Bruder, ist alles okay und so. Und du sagst, ey, oh Bruder, ich so, krass, bist gerade auf einer Bananenschale gefahren. Bei Mario Kart, dann meinst du, nein Bruder, der blaue Panzer hat mich getroffen. Und das erste, was du musst dir vorstellen, das Auto, das war so kaputt. Ich dachte, der ist tot, ich dachte, der Zappel, der ist weg. Ich dachte gerade, sein Geist redet mit mir, Bruder. Und sagt dann zu mir, Bruder, kranke Story für den Podcast. Das musst du erzählen. So richtig so. Ey, und du warst auch so, ja, Mann, das ist wie ein Podcast. Wollte ich nicht sagen, Bruder. Digga, das war krank, Alter. Ich schwör's dir, das war so richtig zick. Ich bin so gefahren. Und es war so harter Regen an dem Tag. Okay, das war so Aquaplaning des Todes. Yeah. Ich dachte so, Aquaplaning, kein Problem. Eine Hand reicht. So nebenbei ein YouTube-Video. So gerade noch dein Video angeguckt, wo du wieder irgendwie den Präsidenten von Bulgarien beleidigt hast. Hab ich mir angeguckt, so direkt safe gelb. Ich dachte so, Killer, weil das ist geil bei deinen Videos. Nie Werbeunterbrechung. Killer. Du kannst einfach angucken. Aber das Geile ist, was grandios, was du machst, ist, du haust diese Werbung in das Video rein. Das ist fix richtig das System. Normalerweise YouTube macht so, okay, und Cut, jetzt kommt Werbung. Ja, bei mir ist immer mittendrin irgendwo. Nein, bei dir ist so Teil vom Video. Ich versuche das so vorzuspulen, bis ich so merke, hey, nein, warte mal, das ist im Video. Ach so, Placement-Freistellung. Ja, Bruder. Natürlich. Ich kenne das ja gar nicht, oder? Ich kenne das so bei Bibis, wie so, keine Ahnung, diese ganzen Frauen. Direkt am Anfang und so. Genau, bloß die sind das Duschgel. Ja. Die reden so aus dem Duschgel raus. Und dann so, hallo.
ich sehe hier das Duschgel, tolles Duschgel. Aber bei dir ist so, du chillst einfach, beleidigst du die halbe Welt und dann sagst du, wenn ihr jetzt Chinese Warrior abchecken wollt, nimmt das Spiel, das ist korrekt. Jetzt denk ich auch an dein Auto. Genau, auf jeden Fall habe ich mir ein Video angeguckt und dann auf einmal war Aquaplaning. Auf einmal habe ich so gechillt, halt ohne Servolenkung. Gibt es diese Autos, wo du so wie bei Donkey Kong fährst? Ah, okay. Das Gaspedal ist so an meinem Nacken. Mhm. Hast du gesehen, das Auto war sowieso schon Schrott vor der Fahrt. Das hat nach dem Unfall Wert dazu gewonnen. Und so beschissen war das. Und dann bin ich auf jeden Fall fett gegen diese Leitplanke gefahren und dann dachte ich, okay, ich rette das jetzt, nämlich einfach ruckartig nach links ziehe und dann BAM! Und dann merkt man, du hast die Regenbogenstrecke auf. Ja, ja, ich hab so genau. Man merkt richtig. Das Krasse war, ich hab gedacht, hä, warum kommt jetzt nicht dieser Pilz mit dieser Wolke und nimmt mich so hoch? Ja! Ich hab mich so voll gemacht. Ja, hier dachtest du so, ne? Ungefähr. Ja, genau, ja. Nur korrekt, Bruder, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber ich so erwartet und das erste, was ich dann gedacht habe, war, boah, fuck. Weil das Krasse war, während dieses ersten Knalls, dieses zweiten, das ist wirklich schon alles wie ein Zeitlupe, das ist richtig krass. Und wir fahren dann so rum und wir merken so, krass, alles voll langsam. Du hörst du deinen Herzschlag? So, alles in ein paar Sekunden. Das sind ein paar Sekunden, wie du darüber fährst. Aber es ist wirklich Zeitlupenfeeling. Krass. Wirklich. Wenn man nicht sein Leben riskieren würde, würde ich es jedem draußen empfehlen, das mal zu machen. Ich muss das Bild auch mal einblenden, wie das aussah. Ja, ich muss eigentlich einblenden. Das ist echt krass. Bild echt aber krass. War das dein Fehler oder war das ein Fehler von jemand anderem? Nee, safe von jemand anders. Das ist hundertprozentig. Die Straße war zwar leer, aber safe war es von jemand anders. Also ich kann schon jemanden finden, der da. Schon jemand hatte dieses Fernlicht an, das habe ich irgendwie geblendet. Safe, irgendwie sowas. Und dann. Das war halt so ein, das war halt zum Beispiel so ein Grund, wo man so einen Strike bekommen kann. Ja, das war schon krass, Digga. Aber was war dein Strike? Schick mir schon mal noch Namen. Nein, aber Bruder, du hast echt was draufgegangen, du hast fast gestorben einfach. Das war krass, ja, Mann. Das weiß ich mein Leben auf jeden Fall besser zu schätzen hatte. Ehrlich jetzt, ne? Ja, safe. Und was war das erste Video, wo du gesagt hast, boah, ah, was ist das? Das ist so krass. Das Durchbruchvideo nach dem Motto. Ja. Das habe ich, guck mal, das Ding war, ich war damals bei DSDS. Ne? Ja, und bin durch die Castings gekommen. Ne? Das heißt, ich kam bis vor die Tabulen, ne? Nur die Fernsehausstrahlung gab es halt nicht. Aber ich wurde beim Gewinnspiel gezeigt, wie ich das anmoderiert habe und so. Man hat mich auch im Warteraum gesehen, deswegen wussten die Leute, das ist kein Fake. Und das war damals so mein Ziel dahinter war, ich bin da hingegangen, weil ich aber wirklich gucken wollte, wie läuft es hinter den Kulissen. Mich hat nicht jetzt wirklich dieser Fame und so interessiert, sondern wirklich, wie läuft das hinter den Kulissen bei RTL? Was ist das? Dieses, ich dachte früher mit DSDS, du gehst dahin, du bist direkt vor der Kamera und rappst den Leuten was vor oder singst den Leuten was vor. Aber gibt es da sowas wie Forecastings? Leute werden ja bewusst ausgesucht, das wusste ich alles vorher nicht. Dann bin ich da hingegangen, um das halt einfach so, um mir so ein Bild zu machen und habe danach, als ich dann halt, als ich wusste, okay, ich werde nicht ausgestrahlt und diese Schweigepflicht und so vom Vertrag ist vorbei, habe ich ein Video auf YouTube gemacht und habe auch quasi aufgedeckt, wie das wirklich läuft. Dass du zum Casting gehst, dann gibt es noch ein Casting, die rufen dich monatelang an, fragen dich, wie laufen die Vorbereitungen und dann am Tag des offiziellen Tabulen-Castings musst du zu einer Psychologin gehen, kommst in so eine Kabine, so eine Blackbox, dann ist eine Frau, die motiviert dich, sagt, du bist der Krasseste, du bist Hammer, obwohl du scheiße bist, Digga. Die motiviert dich, die pusht dich, warum? Damit, wenn du gleich reingehst, damit du eine richtige Show ablieferst und zum Selbstbewusstsein dahin gehst. Weißt du, ich dachte mir früher, ja, warum heulen die ganzen Opfer, Alter, wenn die so verkacken? Bruder, ich stand vor die Tabulen, da hat mein Leben gefickt, Bruder. Da meinte ich mir, du bist so schlecht. Kannst du nicht, da hab ich richtig fertig gemacht. Bruder, ich hab einfach, ich schwöre dir, kennst du, wenn du heulst und du willst die Tränen nicht rauslassen? Ich hab einfach nur den, der macht mich so fertig, einfach nur so, okay, und geh schnell raus, Bruder. Ich wusste, wenn ich jetzt diskutiere, ich wusste schon ganz genau, wie das ausstrahlen werden. Mit Drama, sehen sie gleich nach der Werbung, bla bla bla. Ich bin einfach rausgegangen, ich dachte mir, Bruder, der hat mich gefickt, sag, wir gehen einfach. Warte, das heißt, du hast Böhmermann gemacht, bevor es Böhmermann gab? Ja, sowas in der das Art. Das war dein Ziel. Genau, da hab ich RTL auch nochmal angerufen, ein Jahr später. Ob ich nochmal zum Casting kommen möchte, diesmal ohne Forecasting, ich darf direkt vor die Jury. Ah, die wollte ich so Menderes-mäßig benutzen. Nee, noch schlimmer, und es ekelhaft zu machen. Ich wusste dann was. Ich habe mir gedacht, nein, Bruder, das Video hat schon über 500.000 Klicks gehabt zu dem Zeitpunkt. Leute haben gesagt, was krass, so läuft das bei DSDS. Heftig, heftig. Und dann wollten die mich nochmal einladen, nach dem Motto, jetzt kommst du direkt zum Casting, damit die mich nochmal richtig ficken und das dann noch ausstrahlen. Ich bin ja nicht dumm, Bruder. Dann habe ich gesagt, nee, wie viel Geld gibt ihr mir denn? Wir bezahlen nie Kandidaten. Ich meine, ja, Motti bezahlt keine Kandidaten. Hast du das doch gesehen, Bruder? Das sind Leute, die werden gebucht und so für die Auftritte. Die sich auf dumm stellen und so. Krass. Safe, Digga. Das sind Leute, die sind teilweise psychisch behindert, bisschen. Die haben wirklich einen Knacks, Digga. Und die lachen dann bei den Forecastings richtig. Die machen sich lustig über die, Bruder. Und die lassen die durch. Hauptsache, das ist wie mit den Straßenumfragen heute. Kennst du die ganzen YouTube-Straßenumfragen? Diese Opfer, die dann vor die Kamera gehen, sich richtig blamieren. So ist der SDS, Bruder. Das nur, dass es halt Forecastings gibt, dass man auch bewusster aussucht, wer ist ein richtiger Spasti. Das heißt, du bist dahin und die haben dich quasi ausgewählt bis zum Ende. Genau, genau. Das heißt, von all den Spastis warst du sozusagen der König. Ja, also an dem Tag, wo ich beim Forecasting war, das erste Casting war Wuppertal, da haben das tatsächlich nur zwei Leute geschafft. Und dann ist das so, wenn du halt einen Monat später das zweite Casting, das sogenannte Callback-Casting, dann bist du halt mit richtig vielen Leuten da. Ne? Das sind dann, glaube ich, keine Ahnung, pro Tag, glaube ich, über 100 und so. Und davon kommen dann vielleicht nochmal so 10 weiter. Du hast dich durch beiden durchgesetzt. Ja, und dann du musst halt einmal der Jury was vorrappen.
Und danach stellen die halt so ein bisschen Fragen, so, ne, die Leute, die reden, wie wir das jetzt gerade machen, zu gucken, ist der lustig, ist der unterhaltsam, ist der cool. Wir meinten, ja, du bist unterhaltsam, man kann auf jeden Fall was draus machen. Und dann, wenn du das geschafft hast, dieses zweite Casting, musst du direkt von diesem Raum zum Interview gehen. Und das, und da habe ich halt, da war, kommt der Brainfuck. Du gehst in das Interview, setzt dich da vor die Kamera und das ist so wie jetzt hier aufgebaut. Und hinter der Kamera sitzt halt so eine Frau, ne, und die stellt dir dann Fragen. Und du musst die gleichen Klamotten, also du sollst die gleichen Klamotten dann einen Monat später nochmal tragen, damit man denkt, das war alles an einem Tag gefilmt. Und dann hast du das beim Callback-Casting gemacht und das bei dem Casting. Und dann stellt die Frau die Fragen, sagt die zum Beispiel zu dir, ja, dein Name ist, sagst du deinen Namen, Salim, bla bla bla, ne, okay, und du bist schon ein guter Sänger, findest du nicht und so? Dann sagst du so, nee, so auf Bescheid, doch, bist ja schon ein guter Sänger. Und dann sagst du automatisch irgendwie, weil du vielleicht ein bisschen gerade manipuliert wurdest, ja, ich finde schon, dass ich ein starker Sänger bin. Und dann wird das nachher so geschnitten, dass die Tonspur von der Frau rausgeschnitten wird. Und dann ist, hallo, ich bin der Salim. Komm, wir können es direkt jetzt hier nachspielen. Hallo, ich bin der Salim, ich komme aus Stuttgart. Ich finde schon, dass ich ein guter Sänger bin. Und ich bin dieses Jahr bei DSDS. Dann denkt man sich, was ist das für ein Bastard, dass der sagt, dass er ein guter Sänger ist. Da wurde die Frage auch vorher gestellt. Du wurdest da hingebracht, so, weißt du, was ich meine? So, danach hast du dann dein Interview und wirkst da wieder größte Spaß. Bruder, ich habe Ansage an Farid Bang gemacht im Interview. Was redest du? Was? Ich habe gesagt, ich bin ein lyrisch begabter Sprechgesangsmonarch und ich habe so scheiße gelabert, Digga. Ich schwör's dir. Digga, ich komm gar nicht klar drauf, die haben mich richtig auseinandergenommen. Ja, ja, aber ich wollte ja auch. Und dann warst du vor Dieter Bohlen? Vor Dieter Bohlen. Noch aufgehypt von dieser Psychologin, die dich manipuliert hat? Bruder, ich habe einen Film gefahren. Weißt du noch, was du gerappt hast? Ja, ich habe von Criss Cross den Song Jump gerappt. Jump? Ja, genau. Mehr hat er doch gar nicht. Ja, dachte. Also bist du reingegangen, mehr. Jump. Und was meint ihr, Leute? Psychologin meinte, ich bin mega. Das schneiden wir raus. Das Ding war halt so, ich hab gesagt, ich bin ein Freestyle-Rapper. Ah. Und die Jury sollte mir halt Wörter geben, weißt du? Und dann fing die halt sowas, an, ja, und der Dieter Bohlen hat mir halt ein Wort gegeben, wo ich schon wusste, ich kann mir das im Schnitt bildlich vorstellen. Dieter Bohlen meinte zu mir das Wort Dinosaurier-Wurm-Fortsatz. Bruder, ich guck den an, ich wusste, was ich sagen soll. Weil der kennst du ja nicht, jetzt der Blinddarmvorsatz eines Dinosauriers. Ich habe mir schon vorgestellt, wie ich da so stehe vor der Kamera, so ein Dino kommt, mich anfurzt und so. Und ich dann komplett so als Depp dargestellt werde, weißt du? Hat dann so einen übelst schlechten, wacken Freestyle drauf gekickt. So richtig, richtig schlecht, Bruder. Das war wirklich, Bruder, diese ganzen Instagram-Rapper, so schlechter sogar noch, richtig schlecht. Und macht er einfach so mit der Stopp. Du bist so schlecht. Laber nicht. Boah, das tat so weh. Kam die Psychologin danach hin? Nein, die war gar nicht mehr da, Bruder. Die war gar nicht mehr da. Obwohl, ist ausgewandert. Bruder, danach kamen die Suizidgedanken hoch, die waren nicht mehr da, Bruder. Da, wo ich die gebraucht habe, die war weg. Nix, Bruder, du kriegst keinen Cent dafür, alles umsonst, Bruder. Aber das haben die nicht ausgestrahlt? Nein, zum Glück, nur das Gewinnspiel haben die gezeigt, wo ich das anmoderiert habe, diese 10.000 Euro Gewinnspiel. Kennst du auch Kanaken gerufen, sagt, Bruder, hast du 10.000 Euro bekommen, Wallah. Warum haben die das nicht ausgestrahlt? Das Ding war, was die mir gesagt haben beim Casting, die meinten unstimmig. Die meinten, das Ding war, erstes Interview. Ich hab reingehauen. Ja, lustig. Die haben sich tot gelacht. Die meinten, unterhaltsam. Meinten die, das ist Comedy Gold, das ist cool und so. Ich hab mich gefreut. Ich hab so einen Steifen gehabt, Digga. Ich bin der Geilste. Danach zweites Casting. Auch da haben die, ich war einer der meistgefilmten Kandidaten in diesem Warteraum. Ich bin mit Skateboard da rumgesprungen. Hat man auch gesehen, noch im Fernsehen ist gezeigt. Ich hab Klavier gespielt kurz und so. Musste ich auf ein paar Sprachen so Interviews geben, nach dem Motto, ey, hier, der kann mehrere Sprachen, der kann skaten. So auf cool hab ich gedacht, ne? Und danach, wo ich dann halt vor die Tabulen stand, und richtig gefickt wurde, mein Ego auf einmal nach unten, habe ich einfach nur den gemacht und er meinte, du bist schlecht, okay, und bin rausgegangen. Und dann meinten die von der Redaktion, ja, das passt nicht. Erstmal am Anfang sehen wir den, yo, Leute, hier, fresh, spielt Klavier, rappt, macht alles. Am Ende geht da vor die Jury und sagt nur, okay, und geht raus. Wo ist Unterhaltung, Bruder? Das ist doch voll der Widerspruch zu dem, was er davor gemacht hat. Das heißt, das macht dann das ganze Konstrukt kaputt. Ja, weil dann hat man Mitleid mit dir. Man denkt sich nicht so, ihre so weg. Ja, so, hä, was ist das? War doch gerade voll sympathisch, aber gerade voll cool. Oder weißt du so, das ist das. Und deswegen dachte ich mir, das war meine Taktik, weil ich dachte mir, Bruder, wenn der mir sagt, nein, muck gar nicht, geh einfach raus, verpiss dich. Das ist eh nicht meine Zukunft, Bruder. Ach, Killer. Und dann hast du das quasi aufgedeckt. Das war sozusagen das erste Video, was so abging. Genau. Das war mir auch schon klar, dass das so sein wird. Ich wusste schon, wenn ich dieses Video mache, das wird auf jeden Fall durch die Decke gehen. Weil mich hat es immer hart interessiert, was hinter den Kulissen abläuft. Und ich wusste, dass das die Leute auch interessiert, was hinter den Kulissen abläuft. Allgemein, bei vielen Sachen, weißt du. Ja, und dann habe ich das gemacht und das ging dann durch. Und was haben, und so, das heißt, du hast das gemacht? Aber DSDS kannst du ja nur einmal aufdecken. Was hast du dann weiter für Videos gemacht? Ach so, dann fing ich an, Bruder, mit, keine Ahnung, verschiedenem Content. Schulstories habe ich erzählt, weil ich wusste durch dieses DSDS-Video, dass Leute das quasi cool fanden, wenn ich Sachen erzählt habe generell, weißt du? Die konnten mir zuhören. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich noch gerne? Früher in der Schule habe ich auch mal Stories erzählt. Leute haben das, fanden das lustig. Habe ich das gleich auf YouTube auch gemacht. Geil. So, weißt du? Ja, und dann ging das. Und wann hat das mit dem Beleidigen angefangen?
Digga, du hast gar keinen Sinn mehr. Du hast angefangen mit dem Skater, auf einmal hast du Basteltipps gegeben. Auf einmal hast du so gezeigt, wie man so Mülltrennung macht, dann so DSDS aufdecken, dann so irgendwelche netten Schulstories, wie man Mandalas ausmalen. Und auf einmal bist du so geblacklistet von ganz, einmal bist du so Saddam Hussein von YouTube. Ich glaube, das mit dem Beleidigen hat angefangen, wo ich Sammy getroffen habe. Wen? Schöne Grüße. Sammy, das ist ein Kollege von mir, das ist ein Rapper aus Frankfurt, okay, weißt du? Und ja, mit dem habe ich angefangen, so Vlogs zu drehen, in Frankfurt, auf den Straßen und so, weißt du? So ein bisschen so den Kenneck-Lifestyle gezeigt. Und ich glaube, da wurde so mein Charakter verdorben. Das hat dann da angefangen. Ah. Ja, ich habe so Dinge... Also alles auf Sammy schieben dann. Ja, genau. Auf jeden Fall schöne Grüße, Bruder. Ich küsse dich, Fortnite, Creator-Code, AVK, Sammy folgt alles, Sammy auf Twitch, Lella Rue TV. So. Und ja, dann durch den habe ich dann so ein bisschen die Straße noch mehr kennengelernt, so, weißt du? Und habe mich dann so in meinem Kanaken-Dasein richtig gefunden. Und hat dann halt immer diesen Austausch zwischen hier den Studenten, ne? Und halt dieses Frankfurt, richtig Straße. Ja. Und war dann genau dieses Mittel, den konnte ich perfekt fahren, so, weißt du? So 3 Stunden am Tag Frankfurt. Du riechst die ganzen Joints und so und danach gehst du wieder in die Uni und riechst Brokkoli und sonst was, oder weißt du? Irgendwas Gesundes. So war das. Und dann, Jindir, wann hast du angefangen, die Leute zu beleidigen? Das meinst du? Ja, durch diesen Frankfurter Einfluss kam das. Ja. Dann hat er so zu dir gesagt, Digga, hör mal. Bruder, ich feier dich, Bruder, aber die ganzen anderen Hurensöhne, Bruder. Und ich war so, ja, Mann, genau das fühle ich, genau das denke ich. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, vor der Kamera auch so zu reden. Krass. Und das ist dein neuester Stand, dass du auf alles scheißt. Genau, genau. Ich war von Anfang an ja schon real, würde ich sagen. Klar, die ersten paar Videos, da war ich noch so richtig so, hallo liebe Freunde, habe ich zu viel Bibis Beauty Palace geguckt und wollte in der meine Produkte verkaufen. Aber wenn ich dir ehrlich bin, dann war das... Du hast so viele Arschhaare, nimm diese Creme. Ich war richtig fake. Also am Anfang war ich wirklich ein bisschen fake. Aber danach, keine Ahnung, ich bin mir selbst treu geblieben, bis heute noch auf jeden Fall. Da bin ich von überzeugt. Habe mich auf jeden Fall nicht verkauft. Aber es ist halt trotzdem ein Geschäft. Manchmal hast du wirklich diese Sachen, wo du dann irgendwie denkst, okay, ich muss mich jetzt schon ein bisschen anpassen. Wenn so Sachen wie Richtlinien kommen auf YouTube oder Demonetarisierung und sonst was, dann musst du schon mal gucken, wo dein Arsch bleibt. So. Perfektes Thema jetzt, genau richtig. Weil normalerweise machen das ja Leute, die stellen sich ja bewusst so fake und so. Mhm. Damit bei YouTube ist ja so, du kriegst ja nur Werbung viel, wenn du nicht fluchst und wenn du nett bist. Genau. So, umso glatter poliert du bist, umso mehr Leute wollen so Werbung schalten. Das ist nicht gut, wenn du so Mütter beleidigst und dann kommt so der neue Renault Citroën. Das passt ja nicht so gut. Und dann denken sich auch Leute, was hat Renault mit Mutterficken zu tun? Und ich sage, das macht gar keinen Sinn. Soll ich jetzt ist der jetzt familienfreundlich oder nicht mehr Renault? Stark, weißt du, wenn es so ein Kombi ist, die ganze Familie und du beleidigst vorher einfach hier. Ja. Aber dann hat das Auswirkungen ja auch teilweise auf deine, wie du gesagt hast, Monetarisierung. Klar, und dieser Monetarisierungsskandal, aber der ist erst seit, ich glaube, 2016 auf YouTube gibt es das erst. Weil guck mal, das Ding war vorher, die ganzen YouTuber, die, sag ich mal, bis 2014 oder 15 erfolgreich waren, haben sich dumm und dämlich verdient. Weil da gab es das noch gar nicht mit dieser Demonetarisierung, dass Videos gelb werden. Gelb heißt ja demonetarisiert, grün heißt, du bist positiv, Bruder. Grün heißt, Werbung wird gemacht, geht dein Geld, alles ist okay. Gelb heißt... Puh, so auf der Mitte gespuckt. So, weißt du? Puh, weißt du? Und das Ding war, dieser Skandal ist ja damals ausgebrochen, weil es gab den größten YouTuber der Welt, PewDiePie, vielleicht kennst du den? Ja, klar. Der hat damals ein Video hochgeladen, wo es gab irgendwie so, ich glaube, das war irgendwo in Afrika oder keine Ahnung, du konntest Leuten quasi einen Befehl geben, dann schreiben die das auf die Tafel, was du denen halt so vorher sagst, und dann fangen die an so zu tanzen, weißt du? Und da hat halt einen sehr, 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 sehr kontroversen Satz da hingeschrieben. Und dann haben die Leute so getanzt vor der Kamera, ne? Und quasi den Satz aufgeschrieben, den er halt ihnen vorher hervorgegeben hat, ne? Und vor diesem Video lief aber Werbung von Pepsi. Und Pepsi hat das halt mitbekommen. Aber was war das für ein Satz? Also ganz kurz. Ganz kurz. Sehr bekannt. Tod allen Juden, hat er gesagt. Tod allen Juden. Ja. Das heißt, da waren Afrikaner, richtig? Ja, irgendwie so, so Afrikaner. Das war so afrikanische Waldorfschule mäßig. Ja, das haben Satz geschrieben und genau, die haben den getanzt. Dann tanzen die so hihi und lachen und so, weil die wussten eigentlich, was da draufsteht, weißt du? Und danach ist halt geschrieben, Tod allen Juden. Tod allen Juden. Und dann haben die und das getanzt. Und dann kam Pepsi von Juden. Und denken sich, Bruder, willst du uns gerade hier verarschen? Das Alter? Ist das Ding, die Leute tanzen Tod den Juden und dann Pepsi. Jetzt neue Erfrischung, Bruder. Das ist schon hart. Gelacht hoch. Wenn du das nicht rausschneidet, Walla, dann Bruder. Die braune Kühlung für zwischendurch mäßig. Genau. Die tanzen so. Dein Kanal wird auch nicht überleben, Bruder. Walla, fühle ich. Digga, ich hab das vorhin erst erfahren. Guck mal, ich hab das vorhin erst gecheckt, dass wenn man. Das heißt, du hast
trotzdem auch so oder so. Genau, ganz kurz, das ist mega interessant. Ich glaube, das weiß niemand. Das heißt, dieser PewDiePie hat dieser afrikanischen Waldorfschule gesagt, tanzt mal tot allen Juden. Genau, das haben voll viele YouTuber gemacht. So, ey, immer so Sachen gesagt, dann haben die das aufgeschrieben, was getanzt. Das war so zu einem Zeitpunkt so ein kleines Hype-Thema, dass du so deinen Clip erstellen lassen konntest. Du konntest auch so andere Sachen machen. Einer verkleidet dich als Jesus und dann tanzt der und schreibt deinen Namen irgendwo hin. So verschiedene Clips konntest du erstellen lassen. Weißt du? Musst dann so 2 Tage warten und dann kriegst du halt den fertigen Clip zugeschickt. Verstehe, das heißt, das war immer das war bis damals, da wo, egal was du gemacht hast, es wurde immer monetarisiert. Genau, da gab es Pepsi, egal, hat immer Werbung gemacht. Genau, so glaube ich ist das, also so meine ich ist das, so meines Wissens nach ist das so. Und dann, wie gesagt, dann kam halt dieser Skandal mit PewDiePie und dann haben halt alle Firmen sich da angeschlossen. So die ganzen großen Partner, VW, sonst was, sind abgesprungen von YouTube und YouTube dachte sich, fuck, du musst auch teilweise richtig hohe Strafen bezahlen, weißt du? Und dann dachte ich, YouTube, ey Digga, diese Influencer, wir haben ja gar keine Kontrolle darüber, wo jetzt bei wem welche Werbung läuft, weißt du? Es gibt natürlich benutzerdefinierte Werbung, die man irgendwie schalten lassen kann, aber größtenteils ist das ja irgendwie ein automatisiertes System. Und dann hat sich gedacht, ey, bevor wir uns da noch weiter in den Ruin treiben und dickere Schaden bezahlen müssen und noch mehr Werbepartner verlieren, machen wir lieber diese eingeschränkte Werbefreundlichkeit. Wow. Und das kam dann rein. Und dann da gab es auch so ein richtiges Drama dann drum. Voll viele YouTuber haben sich abgefuckt, aber die sind mittlerweile alle grün, so ist das gar nicht gejuckt. Und ja, bei mir war es dann halt so, es ist gelb geblieben. Weil ich bin wie geblacklistet auf YouTube. Wow, das heißt, du bist quasi der kontroverseste YouTuber. Genau, safe, auf jeden Fall. Ich mache über alles Witze, über alles. Ja, weil ich fand das auch witzig, dass, als sie das gezeigt haben, ich habe vorhin mit deinen Kollegen gesprochen, dass wenn Leute mit dir Kooperation machen, dann ändern die deinen Namen ab. Das heißt, die sagen nicht A.B.K, genau. Sondern die machen dann so einen Y hin, ja, Z, genau, Omega, genau. So arabische Buchstaben und ja. So, damit das so weit wie möglich von dir distanziert ist. Richtig, und auch die Firmen, mit denen ich, wenn ich mal eine Firma habe, für die ich Werbung mache, sei es irgendwelche Handyspiele, so Apps. Die, ja, so Dark Web. Genau, so. Bin so Tor-Browser. Das war dein einziger Sponsor. Und so. Yeah. Kannst du Hitman Service und so. So habe ich schon die libanesische Großfamilie auf Hitman Service. Kannst du. Nee. Wenn auch ihr Probleme habt, eure Schulden einzutreiben, geht hier torbrowser.com. Ringfinger ist weg, dann habt ihr euer Geld wieder. Das Ding war halt, also ich habe dann halt mal meistens so Apps und die sind dann meistens so Chinesen und so. Die checken gar nicht, was ich sage. Dann mache ich da halt so in den Werbungen, baue ich das halt so auf, wie ich auch wirklich bin, dass man sich auch diesen Werbeclip wirklich geben kann. Ja, und das ist dann das, was mich auch wirklich auf YouTube rettet. So diese ganzen Placements. Irgendwelche Chinesen, die nicht lesen können. Irgendwelche Scheißspiele, Bruder, die ich ekelhaft gar nicht zocke, gar nicht. Ich sag das auch, Leute, ich zock das gerade nur diese 5 Minuten für Placement, für das Geld, Bruder. Aber Digga, was sind das für Spiele, Alter? Ach, so richtig so, keine Ahnung, Fantasy-Sachen. Ja, so. Fang den Uiguren und so. Ja. Was denn? Bruder. Was denn? Das sind ich sag dem Chinesen, die mir das geben, dann fang den Uiguren an. Das ist ein Video über Uiguren. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ich mache ja auch manchmal so Videos, in denen ich so ein bisschen Aufklärungsarbeit leiste. Ne? Ich habe ein Video über Uiguren gemacht, ne? Wo ich so ein bisschen diese Thematik angesprochen habe. Auch über das deutsche Schulsystem und sonst was. Generell so ein bisschen politischere Videos mache ich manchmal auch. Und das passt ja YouTube, was heißt YouTube nicht selbst, aber das passt ja den Werbefirmen auch nicht, weil das zählt auch zu kontroversen Videos. Weil du machst ja systemkritische Sachen vielleicht ein bisschen hier und da. Ne? Deswegen ist das auch nicht so gut. Du siehst auch viele YouTuber, die sich politisch nur äußern, wenn das so ein richtiges Mainstream-Thema ist. Wie zum Beispiel, du hörst da was von George Floyd, auf einmal jeder schwarzes Bild, Black Lives Matter, auf einmal jeder. Also es gibt so viele politische Sachen, zu denen keiner sich äußert, weil halt die warten immer darauf, bis die, keine Ahnung, 10 große Influencer einen Step machen und dann trauen die sich erst mal. Ja, so Water is a Human Right. Genau, dann sind ja, also, alle dabei. Sonst macht gar keiner was. Ja, ja, wenn es um Luft geht, sind die schon so, Bro, ich weiß nicht. Genau. Ja. Ich bin noch grün, ich will es nicht riskieren. So, ja. So, Bruder. So. Das heißt, bei jedem Wort gucken die so ihren Status die ganze Natürlich, Zeit an. Bruder, die sind richtig schön, machen die Kamera an, ich sehe doch, wie die filmen. Machen die Kamera an. Okay, servus Leute, willkommen zum neuen Moment. Servus, kannst du den Satz bitte nochmal sagen? So, Bruder, die schreiben sich das auf und sowas, die sagen. Was? Ja. Das ist wie so eine Klausur bei denen. Macht gar keinen Spaß, mit denen zu drehen, oder? Krass, aber warte mal ganz kurz. Wenn du jetzt diese Sachen machst, das heißt, fuck dich das überhaupt nicht ab, dass du so ein 5. Das heißt, für all deine Videos, die du bis jetzt gemacht hast, hast du Werbeeinnahmen von so 2 Zimbabwe-Dollar. Guck mal. Ich höre sogar. Zwei Afrikaner, die deinen Namen tanzen. Das ist deine Gage, Alter. Irgendwelche chinesischen Coupons bei Alibaba, die du einlösen kannst. Guck mal, das sind irgendwelche Pangolins. Ja, fick mich noch weiter. Lass mich jetzt direkt, Alter. Wallah, da bock mich zu löschen gerade. Guck mal, auf jeden Fall, das Ding ist, bin ich ehrlich,
Also natürlich, am Ende des Monats summiert sich ja trotzdem eine Summe auf YouTube auf. Ne? Das heißt, irgendwie, da sind dann die Videos gelb, aber alte Videos sind vielleicht noch grün geworden später. Du kannst so einen Antrag ausfüllen, dass quasi das Video überprüft wird, weißt du? Und dann werden vielleicht die Videos nach 200.000 Klicks vielleicht grün. Manche sind doch vielleicht, manchmal passiert es wirklich, manchmal, wenn ich wirklich an dieser Woche 5-mal gebetet habe, dann sind die Videos manchmal grün, so, weißt du? Das passiert auch. Und dann natürlich kommst du am Ende des Monats auf irgendeine Summe, ne, die du halt für YouTube auch machst. Aber ich investiere auch in die Videos. Ne. Ich reise rum, zum Beispiel mache so Vlogs oder Equipment holst du dir mal, hilfst Familie, so Sachen halt auch. Ne. Und dann es ist jetzt, ich hätte auf jeden Fall für diese Reichweite, die ich habe, müsste ich auf jeden Fall schon viel, viel, viel mehr verdient haben, als ich es bis jetzt getan habe. So. Bis jetzt bist du so minus? Aber eigentlich müsstest du so drauf, weil du investierst ja voll mit rumreisen. Ja, ich bin auch Alhamdulillah. Du schneidest ja voll viel. Ja, ich bin aber auf jeden Fall noch Alhamdulillah. Okay, das ist auf jeden Fall noch Alhamdulillah. Brauchst du auch nicht leugnen, brauchst du nicht lügen. Das musst du deinen Cuttern sagen, Alter, die auf Lebensmittelmarken leben. Alter. Ja. Der konnte nur zu Kaufland gehen, weil du ihm dafür Gutscheine gegeben hast. Das war schon zu viel, Bruder. Das sind zwei Videos, Bruder. Eine Kokosnuss pro Video. Das sind 100 gelbe Videos. Was für Euro? Ganze Kalkulation über Bord geworfen. Musst du wieder den Pfefferminztee strecken wieder. Süße Killer, Alter. Hammer. Brutal, Alter. Ja, Mann. Hammer, Alter. Wie geil, dass du dich davon aber nicht unterkriegen lässt. Nein, das Ding ist, guck mal, ich sag dir auch ehrlich, ich wurde auch von der Schule gekündigt. Ich habe an der Schule gearbeitet und wurde auch gekündigt wegen YouTube halt. Ne? Weil ich halt ein Video gemacht habe, in dem ich gesagt habe, dass Lehrer nach Sympathie bewerten, dass man den Lehrern den Schwanz lutschen soll und man dann gute Noten bekommt. Aber wegen was bekommt man denn sonst gute Noten? Ja, und die meinten halt, du entkräftigst damit die Autorität aller Lehrer Spenze. In dieser Schule. Ach so. Ja. Ach so. Und dann wurde ich rausgeworfen dann, also gekündigt. Ja, und dann, keine Ahnung, dann dachte ich mir jetzt, ey Digga, jetzt warst du schon die ganze Zeit. Also muss ich aber wissen, wenn man an der Schule arbeitet, ja, ne? Und du wirst gekündigt, musst du dann auch zum Rektor? Bruder, ich muss mal nachdenken über seine Aussage. Ich weiß überhaupt nicht. Nein, ich frag mich so. Es ist dann auch diese Durchsage. Halleen bitte zum Büro. Und so dann so. Die haben angerufen. Ach, die haben dich angerufen. Ich hab mit denen geredet. Ich meinte, ich werde nicht den Namen meiner Chefin sagen. Ich hab mit denen geredet. Und dann meinten die irgendwann zu mir einfach, ja, sie brauchen morgen nicht kommen. Ne? Mit dieser Almans in diesem so Motto-Ton. Wir finden das voll traurig, obwohl die denken, du Huren, so eine Hauptsache, du bist weg. Da hat die so geredet, meinte ich, was ist denn? Da meinte ich, das war richtig, boah, da war ich so pervers am Telefon. Kennst du, das war so dieses, wenn du so diese Wuttränen hast, so. So wie bei DSDS, meinst du? Genau. Und dann saß der, aber DSDS war ja so, ich war enttäuscht. Ja. Warum tränst du, Bruder? Digga, diese Storys von diesen Hardcore, Alter, komisch. Digga, ich hab richtig schlafen. Das ist Corona, Bruder. Auf jeden Fall, die haben mich rausgeworfen dann, die haben mich angerufen und meinten, ja, das war's heute für sie, ne? Also sie brauchen morgen nicht kommen und so. Du dachtest zuerst so Urlaub. Ja, ich meinte so, warum denn? Meinte, ja, wir haben gesehen, da haben einige YouTuber auch, ich hatte einen Beef mit ein paar YouTubern und die haben dann irgendwie erzählt, dass die bei der Bezirksregierung das melden würden, dass ich an der Schule arbeite mit so einem kontroversen Content, dass das der Vorbildfunktion schaden würde und sonst was. Hä, seit wann sind Lehrer Vorbilder? Ja, wunderbar, ich war Lehrer nie als Vorbilder gewesen, wunderbar. Ich war noch in Klasse und war immer besoffen, Bruder, ich musste denen noch helfen. Aber ich schwöre dir, wunderbar, irgendwie kotzen und fressen. Ja, und auf jeden Fall, dann haben die gesagt, ja, das war's für sie. Und dann habe ich einfach am Telefon gesagt, ja, aber warum denn? Ja, die Schulleitung meint, das können die nicht mehr gutheißen, was die da machen, wenn das rauskommt und so. So richtig auf so ein Motto mit, dann habe ich eiskalt am Telefon, boah, das war so pervers, Bruder. Ich sage am Telefon so, ja, okay, also darf ich ja natürlich bei Ihnen arbeiten. Nee, das war's, tut uns leid. Und ich so, okay, dann mach ich darüber ein Video. Tschüss. Meinte, nee, also ich soll noch mal mitteilen von der Schulleitung. Bitte das am besten nicht jetzt unbedingt an die Glocke hängst. So, ach so, warten Sie mal. Und die wollten von dir, dass du es nicht an die Glocke hängst. Genau. Dann hast du denen nur zurückgeschrieben, ihr könnt die Glocke abonnieren. Dann könnt ihr direkt sehen. Ich werde das Video sogar dir widmen mit demselben Namen. Das ist so viel. Geil, das war sehr gut. Boah, Digga, ich bin gar nicht klar, Alter. Das ist böse witzig, Alter. Fuck, ich bin gar nicht klar. Das ist was. Hast du eine Allergie oder tränst du, weil du so emotional bist? Nein, ich bin wirklich emotional gerührt. Also deine Storys sind wirklich krass, Alter. Dagegen sind diese Veteranen-Story der letzte Rotz, Alter, was du schon alles erlebt hast, Alter. Ich glaube, so Werbung machen für irgendwelche chinesischen Darknet-Apps, wo irgendwelche Organhändler ihre Sachen da durchschicken und du bist der Einzige, der. Ah, lauter reden. Also, wir haben nur einen einzigen Investor, der für uns Werbung macht, Alter. ABK! Respekt, wirklich. Die haben dann dein Design auch direkt gemacht mit Sushi und so. Das ist der Dank dafür, dass du deren Organhändler-Apps supportest. Jeder wird jetzt sagen, Organhändler-Apps. Danke, hast du einfach geballert, Bruder. Einfach geballert hast du mich gerade. Ich wollte endlich mal, dass meine Videos auch mal Geld werden, Digga. Ja. Ich kam gar nicht klar drauf. Lade meine Apps runter, bitte, mach keinen Scheiß, Bruder. Sonst bin ich hier weg. Was ist dein cooles T-Shirt, was du trägst? Ach so, übrigens, das ist mein Merch. Ach, laber doch nicht.
Findest du gut, sehr ehrlich? Ich finde es wirklich überragend. Ehrlich, ich ist wirklich der Hammer. Würdest du das tragen? Ja, ja, natürlich. Ehrlich. Ja, klar würde ich das tragen. Also jetzt nicht ich selber, aber ich würde es schon sehr gerne tragen. Jetzt nicht so am Körper direkt, aber ich würde es schon so halten und dann so Feuerzeug und dann so. Ja. Dann kannst du, wenn der Mülleimer so an ist, so warm. Ja, nein, du hast diesen wirklich Hammer. Dann würdest du es tragen? Ja, ich würde es auf jeden Fall tragen. Ich finde es wirklich mega. Foto auf Instagram, so ein T-Shirt in der Hand. Leute, checkt das T-Shirt an. Baba Qualität. Ich feier das richtig. Du machst es nicht an. Das ist eine andere Geschichte. Ach, als ob du mir eins gegeben hättest, niemals. Ja, hab ich eh nur eins. Ist zu warm. Aber wie, wenn du überhaupt diese YouTuber-Beefs, ich verstehe gar nicht, wie du dich mit denen beefen kannst. Was war der schlimmste Beef, wo du nachher dann gesagt hast, das bereue ich? Was ich bereue? Ja, was war der erste Beef, wo du danach wirklich Konsequenzen gespürt hast und gemerkt hast, fuck, dieses Beefen hat wirklich Konsequenzen. Boah. Was war so der erste Beef, der dich gelb gemacht hat? Boah. Ich würde sagen, also, guck mal, ist irgendwie mit Schwulen oder so. Ja, wenn ich jetzt von Konsequenzen spreche, würde ich eher sagen, das waren die Beefs, wo ich dann im Hintergrund so Drohungen abbekommen habe. Es gibt da Leute, die Schutzgeld zahlen, das ist ja kein Geheimnis, irgendwelche Huren, Fotzen, Schlampen. Langsam, nochmal ganz von vorne. Ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz von vorne. Was war der erste, weil du bist ja wirklich der George Washington der Kontroversität bei YouTube, so wirklich. Du bist so unser Vorbild bei Vitamin X, wir sagen so, eines Tages, wir werden wie ein BK. Aber wenn jemand heute YouTuber werden will, worauf soll er achten? Real bleiben. Auf jeden Fall. Sei so, wie du auch hinter der Kamera bist. Also vom Humor her zumindest. Mach die Witze, die du auch im Privaten mit deinen Freunden machen willst. Aber natürlich zügel dich ein bisschen scheißen schreien. Verkauf deinen Arsch nicht. Aber was ist, wenn deine Realness, wenn du deine Persönlichkeit, wenn du so ein Arschverkäufer bist, ja, aber dann verkaufst du deinen Arsch nicht, dann beißt sich das ja mit dem Real bleiben. Weil wenn du ein Arschverkäufer von Natur bist und verkaufst dann nicht deinen Arsch, dann bist du nicht mehr real, oder? Boah. Weißt du, was ich einfach mal besonders besonnen hier. Was ist das für Informatik? Dein Blick, der war erstes Gesehen. Ja, das stimmt. Ich weiß, das stimmt, aber wie lange ist dieses Vorwurf? Du hast ja gesagt, du musst real bleiben, bleibst du hinter der Kamera bist. Aber dann sagst du, du sollst dich deinen Arsch verkaufen. Wenn aber jemand genauso auch real ist. Aber was ist, wenn du kennst doch die Missgeburten früher in der Schule, die so Hello Kitty-Pflaster haben? Der Lehrer hat noch Hausaufgaben, das ist so ein Arschverkäufer. Ja. So, was ist, wenn dieser Arschverkäufer jetzt nicht seinen Arsch verkauft? Dann ist er ja nicht mehr real. Ja. Guck mal, der Matrix gerade. 404, Error. Weißt du, was ich meine? Das kommt dieses Mathe-Meme. So. Weil zum Beispiel du bleibst real, du machst ja alles so wie bis jetzt. Ja. Leute anzetteln, Bürgerkriege anzetteln, Regierungen umstürzen, Demokratie gefährden. Das ist ja der Standard-Repertoire. Du bleibst real. Aber was ist, wenn jemand so ein Arschverkäufer ist, der überall hinläuft? Entschuldigung, Ach so, wenn er echt so ist? Yeah. Ja, du kennst diese Missgunde bei Lidl. Ja, Entschuldigung, die Orangen waren aber 97 Cent, nicht 96 Cent. Wenn der echt so ist und vor die Kamera so geht, dann ist der aber trotzdem real. Also Arsch verkaufen nicht, außer du bist von Natur aus ein Arschverkäufer. Weil von Anfang an Hurensohn musst, dann bleibst du auch Hurensohn. Dann musst du bleiben. Okay. So, und das ist das. Das heißt, du bleibst real. Ja, Mann. Wenn du ein Hurensohn bist, bleibst du ein Hurensohn. Ja. Aber wenn du kein Hurensohn bist, versuch nicht wie ein Hurensohn zu sein, nur damit das Geld weg ist. Genau, Bruder. Ah, okay. Zusammenfassung für YouTuber. So macht ihr es überragend, Alter. Danke euch. Ey, Schokolade. Ja, gar kein Problem. Vielen, vielen Dank. Und checkt sein Merch ab, Fieber Leute. Ich hab mal Fieber bekommen. Was, Fieber? Ja, das ist ganz zwei kalte Duschen, los geht's dann. Check dieses wundervolle Shirt ab. Ist überragend. Seht ihr, Leute? Das ist real. Er hat eine Million Abonnenten goldenes Ding bekommen und benutzt das als Sushi-Platte. Alter. Geil, ne? Der isst nicht mal Sushi. Wirklich, das ist überragend. Dankeschön. Check den Textschreiber ab. ABK Army. Schreibt Bewerbungen für Leute, wenn ihr eine Ausbildung braucht. Macht kein YouTube, macht Ausbildung. Wen kann ich noch grüßen, Bruder? Nehmen wir Leute in Haps oder so. Ja, schönen Gruß an Kerim, Free Kerim, Free Dirto, Free Mohammed, der Kamera, Bruder. Wen kann ich noch grüßen? Was hat Kerim gemacht? Meinst du, können ihn irgendwie rauskriegen? Das ist zu hart. Das kann ich sagen. Getötet. Hat ihn schon. So, Karikatur. Wegen Netto-Coupons oder? Wegen Karikatur? Wie echt? Ja. Was? War das auch mit den Twin Tower? Und Wien, wer war das auch sein Cousin? Wien, das möchte ich nicht. Das ist sein Onkel. Sein Onkel. Was mit Weihnachtsmarkt? Wer war das? Der Mann sei. Ich muss auch eine Ansage schon mal jetzt vornehmen für YouTube, dass ich sage, wir haben was gedreht. Ja, genau. Dann müsste ich da reinpacken, oder? Fuck, Digga. Ja, speichern, ne? Ey, das läuft noch, das war noch drauf, ne? Ja, das ist alles drauf noch. Ja, ja. Weißt du, ich verstehe die ganze Zeit, die geben so Faust wegen Corona am Ende, die lecken fast.